So, und da bin ich auch wieder. Mein ersten richtigen Projekt Mini Ninjas. Es ist leider nicht blind. Ich habe das schon mal gespielt, logischerweise. Das ist aber schon recht lange her, von daher habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was hier so passiert und pipapo. Ja, fangen wir mal an. Profil erstellen. Vor langer Zeit, als der böse Samurai-Kriegsherr zum ersten Mal verbannt wurde, brach für das Reich ein Zeitalter des Friedens an, das mehr als 300 Jahre währen sollte. Seine düsteren Festungen gerieten in Vergessenheit und verfielen, und die Menschen in allen Winkeln des Landes lebten nicht mehr in Furcht. Während die Jahre vergingen, blieb das Geheimnis der Kuji-Magie in uralten Schreinen verborgen. Und die Menschen in den Dörfern und Städten wandten sich wieder ihrem Tagwerk zu. Doch der Friede war nicht von Dauer. Eines Tages zogen über den Bergen am Horizont schreckliche Stürme auf. Sturmfluten und Erdbeben erschütterten die Ebenen. Hoch oben auf dem Berg, auf dem die Ninjas lebten und trainierten, erkannte der Ninja-Meister entsetzt, dass die Welt in Aufruhr war. Es gab Gerüchte von mysteriösen Samurai, die in den Wäldern scheinbar grundlos wilde Tiere jagten, um diese in Käfige zu sperren. Doch in Wirklichkeit war der böse Samurai-Kriegsherr zurückgekehrt und hatte eine Armee dunkler Diener ausgehoben, um die Welt zu unterwerfen. Mit Hilfe der verbotenen Kuji-Magie verwandelte er unschuldige Tiere in seelenlose Samurai-Krieger. Diese schickte der Kriegsherr aus, um seine einstigen Festungen zurückzuerobern und unter den Menschen Angst und Schrecken zu verbreiten. Nur eines hatte er nicht bedacht. Durch den Missbrauch der Kuji-Magie hatte der böse Samurai-Kriegsherr das Gleichgewicht der Natur gestört und den Zorn der Götter geweckt, die in ihrer Wut schreckliche Stürme entfesselten. Je größer seine Armeen wurden, desto verheerender wurden die Stürme. Der Ninja-Meister ahnte von all dem noch nichts. Doch er wusste, dass etwas getan werden musste, um der Sache auf den Grund zu gehen. Einst hatte er geschworen, das Gleichgewicht der Natur zu bewahren. Und da er diesen Eid nicht brechen konnte, traf er eine Entscheidung. Der Ninja-Meister schickte seinen besten Ninja auf die Suche nach dem Ursprung der Stürme. Viele Sonnen und Monde vergingen, doch der Ninja kehrte nicht zurück. Also entsandte der Meister einen weiteren Ninja. Wieder ohne Erfolg. Egal wie viele Ninjas er auch in die Welt hinausschickte, keiner von ihnen kehrte je zurück. Bald waren nur noch zwei Ninjas übrig. Nie hätte der Meister gedacht, dass er ausgerechnet sie auf eine gefährliche Reise schicken würde. Aber wie es schien, ruhte das Schicksal der Welt nun in ihren Händen. So, ja, naja, kann mich schon, ja, ich kann mich schon bewegen. Oh, schöne Pose. Shield der? Ah, Schild ist auch, ist normal. Oh, ich hoffe, die... Hiro, gut, dass ich dich gefunden habe. Es ist etwas Schreckliches passiert. Ich habe den Ältesten des Dorfes am Fuß des Berges gefragt, ob er etwas von unseren vermissten Ninja-Freunden gehört hat. Aber er weiß auch nichts. Stattdessen erzählte er mir merkwürdige Geschichten. Offenbar streifen Samurai durch die Wälder jenseits des Flusses, auf deren Bannern ein seltsames Wappen prangt. Wie es scheint, machen die Samurai Jagd auf wilde Tiere, die sie dann tiefer in den Jadesteinwald bringen. In dieser Richtung liegt nur das alte Schloss. Aber das ist seit langer Zeit verlassen, dachte ich zumindest. Hiro, du musst dein Training schnellstmöglich abschließen. Den Berg hinabsteigen und am Schloss nach dem Rechten sehen. Vielleicht finden wir dort Antworten auf unsere Fragen.
Um dir bei deiner Reise zu helfen, habe ich die Tengu gebeten, einige besondere Hüte für dich zu weben. Keine gewöhnlichen Hüte, versteht sich. Sie bestehen aus einem speziellen Gewebe, das unter anderem Pfeile abwehren kann. Lauf zum Dojo und rede mit Zen. Er wird dein Training abschließen. Wenn du fertig bist, erwarte ich dich am Haupttor des Dorfes. So, jetzt haben wir einen Ninihut erhalten mit 4, okay. Der ist ganz schön klein, finde ich so. So, ich hoffe mal, dass es nicht so sehr geruckelt hat. Bei mir das nicht. Doch. Naja. Gebühren. Kommen wir rein? Oh, das ist schon extrem lange, ja. Ah, okay. Ein Fall. Ich bin bei dir. Ah, guten Morgen. Im Dorf herrscht eine eigentümliche Stimmung, seit alle deine Ninja-Freunde weg sind, findest du nicht? Sehr sonderbar. Sehr sonderbar. Vor allen Dingen, ich kenne die so gut und. Ja. Kann man hier nicht rennen? Ich hasse Stiele, wo man nicht rennen kann. Die sind echt pervers. Oh, süß. Katze, ich hole dich mir. Ach, schade. Kann ich hier wenigstens Sekunden zerstören? Ja. Oh, Geld. Logischerweise, das passiert mir auch immer, wenn ich Sachen bei mir zu Hause kaputt mache. Da fliegt Geld wie nichts Gutes raus. Naja. Oh, da bist du ja endlich, Hiro. Yep. Der Ninja-Meister hat mich gebeten, dein Training schnellstmöglich abzuschließen. Deshalb unterscheidet sich die heutige Lektion von allen bisherigen. Zuerst gehen wir ein letztes Mal die Grundlagen durch. Danach erwartet dich deine letzte Prüfung. Und jetzt greife meinen Helfer hier an, sobald er erscheint. Das mache ich doch gerne. Komm schon. Gut gemacht, ausgezeichnet. Setze jetzt mit einem schnellen Angriff nach. Sehr gut, Hiro. Du hast dich wacker geschlagen. Natürlich stehen Ninjas nur selten einem einzelnen Gegner gegenüber. In der Regel sind deine Feinde deutlich in der Überzahl. Verteidige dich. Ausgezeichnet, du wirst immer besser, junger Freund. Moment, oh, jetzt konnte man Option Schwierigkeit, genau. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Freund, ruh dich einen Augenblick aus. Du musst dich heute zwar. Das ist ja typisch, dein Freund Futo ist immer noch nicht da. Wenn der Bursche wieder in meinem Apfelbaum sitzt. Weißt du was, Hiro? Geh am besten auf den Hügel und such ihn. Wenn du das Dojo durch den Haupteingang verlässt und geradewegs den Hügel hinaufläufst, findest du ihn vermutlich in meinem Apfelbaum. Komm mit ihm hierher zurück und halt die Augen offen. Gut möglich, dass sich meine Helfer im Dorf auf dich stürzen. Ja, oder ich drücke einfach E und weiß dann, wo er ist. Und ich kann immer noch nicht rennen. Ja, oder ich folge den schönen Äpfeln, also gehe zu dem nahegelegenen Kontrollpunkt Altar und speichere den Fortschritt, um vorzufahren. Das ist fast schon so. Naja. Ups. Wie ein Hase. Aber alles in allem sieht das gar nicht so schlecht aus. Das ist voll Comic-Style, aber. So, hier ist der Apfelbaum. Was ist denn hier gegen hoch? Oh. Ah, da kommt wieder mein Geld hoch. Standard. Oh. Starker Gemüseintrag.
Ja, also, das soll ja nicht zu langweilig werden. Ah, ich brauch's gefunden. Mensch. Das ist wie gesagt. Okay. Ich hoffe, es wird nicht so langweilig. Ich hätte es mir durchlesen sollen. Egal, ich weiß nicht, wo es geht. Doch, ich renne. Wie hab ich das gemacht? Ah, okay, mit Alt. Okay, ja. Die Lektion kennen. Ich müsste hier ran. Erst nach links, nach rechts drücken, springen. Oder hochlaufen, springen, springen, springen. Und hochklettern, wenn ich springen. Jo. So. Ja. Okay. Was ich hier wohl machen muss, Mensch. Wie sieht die mir da und die an der Kante entlang? Ja, was mache ich denn bitte? Ja, geht's mal wieder weiter. Schön. Mit unten oder mit der Kante? Nicht, wie ich das gemacht habe. So, okay. Lass mich überleben. Okay. Laufe eine Mauer zu. Drücke näher, um daran entlang zu laufen. Ah, das war aber knapp. Egal. Und das ruckeln. Man sollte meinen. Ach, scheiß drauf. Ah, okay. So, was sagt die Uhr? Oh, sorry. So, ich soll sehr gut, du hast ihn gefunden. Manchmal frage ich mich, was ihr ohne einander tun würdet. Bevor du dein Training fortsetzt, solltest du deinen Freund Futo rufen. Deine Freunde sind immer in deiner Nähe, um dir zur Seite zu stehen, falls du sie brauchst. Drück 1. Markiere Futo. Okay. Drück 1. Ah, okay. Ah, Futo, schön, dass du endlich kommst. Ich denke, es wird Zeit für dein Hammertraining. Mhm. Oh, da kann noch was. Boah, ich bin so ungeschickt hier. Scheiße. Sehr gut, Futo. Das war unorthodox, aber ausgesprochen wirksam. Du kannst mich auch Bud Spencer nennen. Weißt du, Hiro? Ich habe viele Schüler den Weg der Ninja gelehrt. Aber es ist Jahrhunderte her, dass einer von ihnen Talent für die magischen Kuji-Künste hatte. Ehrlich gesagt bist du sogar mein erster Schüler, der mit dieser Gabe. Die Kuji-Magie ermöglicht dir, die Energie zu entfesseln, die in der Seelendimension... Zuerst möchte ich das... So, das war Part 1. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim zweiten ein. Schreibt unten in die Kommentare rein, ob es gefallen hat, ob es scheiße war, was ich verbessern soll. Ansonsten, man sieht sich im zweiten Teil.